Nach den letzten Floristenarbeiten, die wir hier hinter uns gebracht haben, herzlich willkommen zur letzten Hauptrunden-Pressekonferenz nach dem Spiel in Krefeld-Pinguine gegen die Grizzly Adams. Wolfsburg, Endstand 1:2, 6.309 Zuschauer heute im Königpalast. Damit auch wieder einen Schnitt von über 5.000 Zuschauer über die Hauptrundenspiele. Ganz herzlich begrüßen möchte ich den Trainer der Grizzly Adams Wolfsburg, Pavel Groß, und natürlich auch unseren Trainer Rick Adorno. Und wie immer gehört auch das Statement zuerst dem Gast. Pavel Groß, Ihr Statement. Ja, guten Tag. Naja, zum Spiel etwas zu sagen, weiß ja nicht, ob das Sinn macht. Wir wussten, das ist das letzte Spiel. Und vor dem Wochenende hat für uns nur zwei Sachen die Bedeutung gehabt. Und zwar, dass wir unsere Hausaufgabe erstmal machen am Freitag und am Sonntag. Und die haben wir gemacht, beide. Und dass wir vielleicht ein bisschen Hilfe bekommen, die haben wir natürlich nur teilweise bekommen. Aber man darf sich nicht auf die anderen verlassen. Man muss einfach nur gucken, dass man die Punkte selber auch gewinnt. Nicht nur in den letzten zwei Spielen, sondern auch in den 52 Spielen die Liga. Die Zeit war lang genug und das haben wir zwar nicht geschafft. Das ist okay, die Liga ist sehr, sehr stark, das wissen wir. Wenn ich nur jetzt eigentlich die Pre-Playoffs sehe, da ist ja Wolfsburg gegen Krefeld, da ist ja Berlin gegen Nürnberg. Das sind eigentlich normalerweise die Top-6-Teams der letzten Jahre. Das wissen wir auch. Köln ist gar nicht dabei. Also da sieht man einfach, dass das richtig ausgeglichen ist, noch ein bisschen dick mehr ausgeglichen, dass auch Teams sehr viel Geld und sehr viele auch an den Spielen investiert haben. Und auf einmal haben wir die Mannschaften, die wir die letzten Jahre unten nur gesucht haben, die sind auf einmal oben. Ist auch gut so. Ist auch gut so. Das macht auch interessant, das heißt, okay. Vielleicht noch ein bisschen zum Spiel. Vielleicht wollten wir am Anfang in dem ersten Drittel viel zu viel. Wir haben unnötige Strafzeiten eigentlich auch genommen. Wie gab es auch die Strafzeiten? Unnötig wieder in Powerplay, unsere Powerplay. Immer wenn wir Momentum ein bisschen gehabt haben, kam so eine Strafe. Und dann spielst du gegen Krefeld. Krefeld ist technisch und läuferisch, muss ich sagen, sehr, sehr starke Mannschaft. Sehr, sehr starke Mannschaft mit einem überragenden Torwart. Und es ist natürlich auch schwer, etwas da zu kreieren. Also von daher waren wir natürlich auch froh. Es war 1-1 nach dem zweiten Drittel, haben wir ein bisschen drüber geredet. Dann war das nicht mehr so zerhackt eigentlich, das Spiel, und zerfahren durch die Strafzeiten. Und wir haben das eine Tor geschossen. Gut, haben wir jetzt das Spiel gewonnen, aber das zählt alles nichts. Jetzt fängt am Mittwoch eine neue Saison wieder an und es wird ein sehr, sehr heißer Kampf. Wir werden gegen eine sehr, sehr starke Mannschaft spielen, das wissen wir. Und können wir uns einfach nur freuen auf die Spiele, die jetzt kommen. Und es wird natürlich eine sehr, sehr enge Serie, kurze Serie, das wissen wir. Es sind nur drei Spiele, aber sehr, sehr enge Serie. Danke. Dankeschön, Pavel Groß. Das war sehr ausführlich. Rick Adorno, Ihr Statement zum Spiel heute. Ja, danke schön. Guten Abend zusammen. Congratulations, Pavel. Ja, wir wollen gewinnen heute, aber der Zuschauer war sehr gut und wir verloren 2-1. Aber die Mannschaft hat das letzte 8 Spiel, Freitag, Sonntag, Dienstag und Ausfahrtspiel und Bus. Und heute war ein guter Einsatz, aber nicht genug. Aber ich bin stolz auf alle 20 Spieler für machen die Playoffs. Das war wichtig. Und this team never gave up. We never gave up for one minute. They worked hard. They never doubted themselves. We made sure of that. And I compliment these players for pulling together to make sure that we got in. Sure, we ended up in 10th place, but look at the DEL. Look at all the teams. Look at what Iserlohn's done this year. Look at what Dusseldorf's done. One year can change drastically with the way you put your team together, with injuries. We don't look for excuses, but again, this year we had a lot of injuries. We battled through it. We won some big games. We ended up with a pretty good road record. We had 11 wins on the road. That's not bad. We had 16 the last couple of years. You get 16, you're in the top 6 easy. And to end up, I think, 5th or 6th in road wins after having a rough start with it's pretty good.
Sure, we needed to win the game today. We wanted to win. But now it's playoff time. And Wolfsburg's going to be a very tough opponent. We're going to be a tough opponent. And that's what playoffs is all about. Doesn't matter where you end up. You need to win the first series. You need to win two games. And then you take it from there. But we're one of the teams that's in. So I believe we've done a great job to get in. And we've just got to carry on from here. And again, with the support of our fans, it definitely helps us at home. There's no question. So, Dankeschön for the fans and ich hoffe for our organization that we can get by the first round. Thank you. Dankeschön, Rick Adorno. Gibt es Fragen der anwesenden Medienvertreter? Herr Hüsken? Beide Trainer, was war der entscheidende Faktor für den Sieg bzw. die Niederlage heute? Okay, fragen wir zuerst Pavel Groß nach dem entscheidenden Faktor für Sieg und Niederlage heute. Ich meine, beide Seiten haben wir Coaches heute auch, glaube ich, viele Scoring Chances gesehen. Vielleicht ein bisschen zu viel auf beiden Seiten, aber beide Torhüter waren sehr gut heute. Ja, das ist manchmal bei den engen Spielen nur eine Situation, eine kleine Situation. Beide Teams haben ein Powerplay-Tor geschossen. Wir haben auch 5 gegen 5 noch ein bisschen so glückliches Tor geschossen, aber ich würde jetzt nicht sagen, was da eigentlich der Knackpunkt war und so weiter. Das sind, ja, wir haben ein Tor mehr geschossen, vielleicht das, mehr nicht. Dankeschön. Die Frage auch direkt an Rick Adorno. Yeah, if I understand Pavel, I think he's totally right. My opinion, whoever got the great scoring chance was going to win the game. You know, theirs came from behind and had a little pass out. We made one mistake in the neutral zone off the rush. And we got burnt for it. But we had scoring chances. We had some good shots on net. They had scoring chances, good shots on net. They needed to win. We needed to win. And it was just, I believe, whoever had the greatest scoring chance that maybe would win the game today. So, yeah, that's... Nobody played real bad. And maybe nobody played great. But I thought the effort was there by both teams. Dankeschön, Rick Adorno. Gibt es weitere Fragen? Hätte mich auch gewundert. Bleibt mir nur zu danken, allen anwesenden Medienvertretern, natürlich auch allen Zuschauern in der Halle, die jetzt noch die Pressekonferenz verfolgen. Unseren Gästen aus Wolfsburg wünschen wir eine gute Heimfahrt auf eine spannende Serie gegen Wolfsburg. Und wir sehen uns wieder hier kommenden Freitag 19:30 Uhr im Königpalast. Bis dahin, alles Gute. Dankeschön.